Auch schick. Aus. Ah, kein Bock mehr. Genug gespielt, ne? Gehen wir mal zum ersten Termin. Wir sind hier bei Tune am Stand und die haben wieder eine Menge geiler neuer Parts am Start und die gehen wir uns jetzt mal angucken. Wir sind jetzt hier bei unserem nagelneuen Vorbau in der Serienversion, dem geilen Teil 35, genannt GT35. Wurde bis zur Serienreife auf unserem eigenen Prüfstand gebracht. Titanschrauben, komplett edel ausgepresstes Aluminium, 112 Gramm und für wirklich harte Einsätze absolut geeignet. Unsere brandneue Aluminiumsattelstütze, das leichte Stück, ab 155 Gramm. Wenn ihr euch jetzt ein bisschen über das Design wundern solltet, das ist absolut absichtlich so, begegnet uns im täglichen Leben im Bereich von Baukranen, von Telegrafenmasten, dass es den Belastungen entsprechend flext. Der Flex liegt so im Bereich zwischen der gewöhnlichen Aluminiumstütze und unserer Carbonstütze. Unser neuer Linientreu. Basierend auf dem Spurtreu und der Linientreu ist dazu da, die Schaltung einzustellen. Einen Laser und nicht wie beim Spurtreu mit Punkt, sondern er wirft eine Linie. Na, Benny? Du hier? Ja, als Brandmanager 3T habe ich auch das Vergnügen, mir mal das neue Strada angucken zu dürfen. Sauber, das wirst du schon gefahren, oder? Ich bin es bei Rad am Ring schon gefahren. Hammerrad, ja, der neue 3T Strada Rahmen. Krasses Feature, dass er einfach auf One-By ausgelegt ist. Hier gibt es keine Möglichkeit mehr, einen Umwerfer zu montieren. Dadurch auch ja, hier eine super clean Area, wo die Luft einfach wunderschön durch kann. Und die ganzen Spaltmaße super kompakt gehalten, dass da möglichst wenig Luftverwirbelung bei dem Rahmen ist. Ja, hier am 3T Strada haben wir die 3T Fundi Gabel verbaut. Erste Aero Gabel, die wirklich auf Road Disc ausgelegt ist. Die Gabelkrone hier oben verschwindet fast komplett. Das Ganze wird hier oben super kompakt gehalten. Man sieht hier sogar, der Gabelschalter hier unten gerade gezogen, damit die Bremse wunderschön dahinter versteckt werden kann. Ja, eine super schöne Aero Gabel mit innen verlegten Zügen. Ja, mit dem Strada hat 3T auch seine erste eigene Kassette entwickelt. Wir halten hier noch einen Prototyp in Händen. Das ist noch 3D-Druck, 932, was einem eine super breite Range gibt. Aber trotzdem im unteren Bereich sehr fein abgestufte Gänge, dass man einfach da auch ja, seine Kadetts wunderschön fahren kann. Und 230 Gramm. Mega interessant mit dem neuen Strada Aerobike. So, jetzt sind es 1 Uhr. Guck mal, wo die anderen sind. Ein bisschen Pommes essen. Ja, essen. Wir sind jetzt hier bei Ortlieb und Peter wird uns jetzt mal die neue Ortlieb Bikepacking-Serie vorstellen. Genau, die neue Bikepacking-Linie für 2018, unter anderem mit dem Framepack Top-Tube. 4 Liter Volumen, Anbringung, super flexibel über die Straps und vorne und hinten, die kann ich versetzen. Perfekt zur Mitnahme von gerade schwerem Gepäck, Kocher, Werkzeug, um die Sachen im Rahmen zu integrieren. Dann haben wir das Handlebar Pack S, 9 Liter Volumen, ein bisschen kleiner geworden, gerade auch um einfach das zwischen die Rennlenker zu bekommen. Zugriff wieder über beide Seiten möglich und auch die Anbringung für das Accessory Pack, wenn ich doch noch mehr Volumen mitnehmen möchte. Wichtig einfach, um hier leichte Sachen wie Schlafsack oder die Isomatte reinzubringen. Genau, wir haben euch eine komplett neue Linie mitgebracht, das ist die Freeline, erhältlich in 3 Farben, in dem Starfruit, in dem Lagoon und in dem klassischen Schwarz. Die Optik und die Haptik ist analog zur Classic-Serie. Aber das Besondere ist, die Produkte sind PVC-frei. Alles klar, Peter. Vielen Dank. Viel Erfolg noch. Schönen Tag noch. Bis dahin. Ciao. So, weiter geht's. Was Sip hier gemacht hat mit der Form, ist schon ziemlich cool. Aber ich bin gespannt, was Basti und Jonas von der Produktpräsentation erzählen. Ja, wir sind hier in Eichenberg. This is the 650B version of our 303 Firecrest Tubeless, a wheel that was developed for gravel riding. The shorter diameter allows the use of larger tires that are going to ride more comfortably and safer on gravel surfaces. This is our
4-4 Firecrest tubeless disc brake. It's a new product we're introducing this year. So this rim is specifically designed for compatibility with disc brakes. So it was optimized to be faster with wider tires, 25 or 28 millimeters. The rim's entirely new, and it offers tubeless compatibility so that you can benefit from the performance of a very fast wheels, as well as the higher cornering grip and speed of tubeless tires. This is 808 NSW. 808 is the fastest wheel in the Zip lineup with an 82 millimeter deep profile. The rim benefits from all of the technologies we've developed to manage airflow, helping the wheel to be fast, but also stable in crosswinds. And just like all NSW products, the 808 is built around our Cognition disc hubset. Mal Feierabend? Mal Feierabend. Wir sehen uns morgen. Danke. Mann, was sind wir professionell.